Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich hatte euch letztens, ich glaube in einem Vlog, gefragt, ob euch meine neuen Routinen interessieren. Und das ist jetzt das Video dazu. Ich werde kurz immer so anreißen, was die neue Routine ist und ein kleines bisschen was dazu erzählen. Eine neue Routine, die ich jetzt seit ungefähr Mitte Dezember mache, ist EFT. Was EFT ist, habe ich in diesem Video erklärt. Ist einfach Emotional Freedom Techniques, also sich frei machen von negativen Gefühlen beziehungsweise besser umgehen können mit negativen Gefühlen, indem ich bestimmte Punkte am Körper klopfe und da einfach auch den Energiefluss in Gang bringe und das Glückshormon ausgeschüttet wird. Und das mache ich wirklich täglich, manchmal an den Wochenenden nicht, wenn die Kinder da sind, aber ansonsten täglich. So meine 5 bis 10 Minuten, mehr ist es auch wirklich nicht. Und das hat für mich so viel nochmal verändert. Das ist so, so krass, was das gemacht hat. Ich weiß, ich habe EFT früher schon mal angewandt. Da war ich, glaube ich, 18 oder 19 und habe gedacht, das funktioniert doch nicht, weil ich ein anderes Ergebnis im Kopf hatte, was geschehen soll. Und dann eigentlich das Gegenteil eingetreten ist, was für mich allerdings jetzt rückblickend das weitaus bessere Ergebnis war. Und habe jetzt einfach wieder damit angefangen, weil ich so viel auch davon gehört habe und so viele Empfehlungen dazu bekommen habe. Und ich kann das wirklich nur jedem ans Herz legen, sich mal anzugucken, wie funktioniert EFT. Es gibt auch ganz tolle Klopfanleitungen auf YouTube, wo man sich dann einfach das Video anguckt und mitklopft und mitspricht. So mache ich das auch, weil ich bin da auch kein Profi. Und das bekommt mir wirklich sehr, sehr gut. Also alleine durch das Klopfen der Punkte fühlt man sich viel, viel besser. Und es macht halt ganz, ganz viel im Inneren, dass es Blockaden einfach auch auflöst und Gedanken in eine andere Richtung dreht. Und also das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, sich mal mit EFT auseinanderzusetzen und es mal zu machen. Dann eine neue Routine von mir ist mein Dankbarkeitsglas. Das ist so ein ganz normales Jar. Habe ich ein bisschen schick gemacht. Und da kommt jeden Abend in meinem Fall, das kann man ja machen, wie man will, kommt da ein kleines Zettelchen rein und ich schreibe da immer drauf, wofür ich an diesem Tag dankbar bin. Und dann füllt sich dieses Glas und das macht einen ganz stolz. Und wenn man mal einen doofen Tag hat, nimmt man sich mal ein paar Zettelchen raus und liest sich da mal wieder ein bisschen was durch. Das tut sehr, sehr gut, weil das habe ich in der Dankbarkeits-Challenge im Februar gemerkt, wie gut mir das tatsächlich tut, jeden Tag Dankbarkeit zu üben. Und in der Vergangenheit habe ich das immer wieder versucht und ich kam nicht klar mit diesem, sich irgendwie jeden Tag 5 Dinge aufzuschreiben, für die man dankbar ist oder sich das vorzubeten oder so. Weiß ich nicht. Irgendwie war das für mich nicht das Richtige. Und mit diesem, sich da jeden Tag was aufzuschreiben, das funktioniert für mich tatsächlich sehr, sehr gut. So eine Sache auf ein kleines Zettelchen und dann macht es natürlich halt was her, weil es halt auch schon irgendwie schick ist und auch im Wohnzimmer dann steht. Man da auch diese tägliche Erinnerung daran hat. Genau, also das kann ich auch nur sehr empfehlen. Es macht auch sehr, sehr, sehr viel Spaß. Was ich nach wie vor mache, das habe ich ja im Dezember angefangen. Da habe ich ja selber an einer Journaling-Challenge teilgenommen, dass ich weiterhin Journaling betreibe. Nicht mehr so intensiv, also nicht mehr täglich, was einfach leider eine Zeitfrage geworden ist. Aber ich versuche mich so Minimum immer an meinen kinderfreien Wochenenden hinzusetzen oder auch so, wenn es mal irgendwie was gibt, schreibe ich halt einfach darüber. Dann habe ich spazieren gehen als neue Routine. Das ist jetzt irgendwie so relativ Mainstream oder was auch immer. Aber das ist, tut mir wirklich tatsächlich sehr, 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 sehr gut, wenn die Sonne scheint, wenn so diese Frühlingsluft ist, dann einfach in den Park zu gehen, in den Wald zu gehen und so eine halbe Stunde für mich zu sein. Das ist so, 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 so schön. Dann machen wir ja seit Januar die Chakra-Challenge und auch das tut mir sehr, 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 sehr gut. Einfach dieses, es hat mir ein bisschen so Druck gemacht, dieses, okay, du hast 7 Chakren, jetzt musst du dich irgendwie mit 7 Chakren auseinandersetzen, wie machst du das denn? Dann habe ich mir überlegt, okay, brichst halt einfach runter, jeden Monat ein Chakra. Und das tut mir so gut, sich so einen Monat auf ein Thema zu konzentrieren und sich darauf einzulassen mit Meditationen, mit entsprechenden Ölen, mit Yoga, halt auf dieses Thema einzuschwingen. Und die ersten 2 Monate haben mir schon so, so
gut getan und so viel positiv verändert. Also ich kann da nur jedem empfehlen, gerne noch einzusteigen. Dann startet ihr halt jetzt mit dem ersten Chakra. Das könnt ihr euch ja hier nochmal angucken und macht dann weiter mit. Also das macht wirklich auch sehr, sehr viel mit mir. Was ich auch cool finde, sind meine Monatschallenges, die ich mir so setze. Also es ging ja los im Februar mit der Dankbarkeitschallenge. Jetzt im März mache ich ja die EFT-Challenge, dass ich halt wirklich jeden Tag klopfe. Im April gibt es eine Visualisierungs-Challenge. Das sind einfach so Sachen, die ich für mich ausprobieren möchte und wo ich schauen möchte, wie ich mir eine Routine damit schaffen kann. Mit der Dankbarkeits-Challenge hat das natürlich sehr, sehr gut geklappt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel die Visualisierungs-Challenge nehmen, also Visualisierung bedeutet, man nimmt sich ein Ziel und jeden Tag stellt man sich das vor, bildlich, ja, wie so ein Film, der vor einem abläuft. Und das möchte ich gerne machen, weil ich habe auch sehr viel gehört, dass das wirklich sehr, sehr gut sein soll. Und da will ich halt einfach den Monat nutzen, um mir da eine Routine zu schaffen, weil man braucht ja ungefähr einen Monat, um aus einer Sache eine Routine werden zu lassen, eine Gewohnheit werden zu lassen. Und das bringt mich unglaublich weiter. Und es macht auch so dieses, ich habe manchmal dieses Gefühl so von, oh, ich will so viel, ich will das ausprobieren und das und das und das, wie soll ich das alles schaffen? Und dann breche ich mir das halt irgendwie so runter. Und dann funktioniert das für mich tatsächlich sehr, sehr gut. Dann eine neue Routine sind meine Roll-Ons. Wer mir auf Instagram folgt, hat die schon mal gesehen. Findet ihr die Flaschen auch super süß. Und hier ist dann der Roll-On. Und davon haben wir, glaube ich, 5 oder 6 verschiedene im ganzen Haus verteilt. Und das ist halt einfach ein Trägeröl, ein Öl mit ätherischen Ölen dann drin. Also ich habe hier jetzt, glaube ich, Chia und Peppermint. Dann haben wir noch eins mit Lavendel für die Kinder natürlich, mit Orange auch für die Kinder. Mit Passion habe ich noch eins rumstehen. Und das sind einfach so diese kleinen Kicks für zwischendurch. Also Chia zum Beispiel immer morgens auf die Fußsohlen, einfach für so ein Gefühl. Lavendel zum Beispiel immer abends bei den Kindern auf die Fußsohlen. Pfefferminz oder Peppermint benutze ich super, super gerne. So mittags, wenn ich so ein Mittagstief habe, einfach um nochmal so frische Energie zu haben, wenn man so müde ist. Ja, das ist quasi auch wie so eine Art Routine geworden. Dann etwas, was ich tatsächlich erst seit dieser Woche mache. Und zwar habe ich euch schon mal von Madame Moneypenny erzählt und auch von ihrem Buch. Und ich folge ihr auf Instagram und sie hat eine Challenge gestartet, und zwar 5-Euro-Scheine sammeln. Und das mache ich jetzt. Und das ist auch eine Art von Routine, sich mit seinem Geld einfach auseinanderzusetzen. Und das ist halt so ein Aspekt davon. Ich mache da noch relativ noch viel, viel mehr, aber das ist so ein Aspekt davon, alle 5-Euro-Scheine zu sammeln. Und das mache ich bis zum Ende des Jahres und dann spende ich 10% davon, was sich dann hier in diesem Glas befindet. Und was ich mit dem Rest mache, weiß ich noch nicht. Cool wäre natürlich, man hätte jetzt so ein Ziel mit dem Geld, will ich dann das oder das mal, weiß ich tatsächlich noch nicht. Dann eine neue Routine, steht hier, ziemlich unspektakulär, Achtung. Das ist einfach nur stinknormales Wasser mit Zitrone. Das liest man ja überall, wie toll Zitronenwasser ist. Und ich habe das mal eine Zeit lang ausprobiert. Ich habe allerdings diese Zitrone genommen, diese flüssige Zitrone in diesen Plastikfläschchen. Und ich habe so Sodbrennen davon bekommen, dass ich gedacht habe, okay, du verträgst es halt einfach nicht. Und dann habe ich mich mit ein paar Leuten unterhalten, die haben gesagt, nee, das kann eigentlich nicht sein. Es muss an diesem Zitronenwasser in diesen Plastikfläschchen liegen. Und jetzt nehme ich tatsächlich richtige Zitronen und presse mir da jeden Tag eine aus. Und eine Zitrone verteile ich dann halt auf 1,5 Liter Wasser und das trinke ich über den Vormittag und das tut mir sehr, sehr gut. Also wir wissen alle, viel trinken ist gut und bla 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 bla, aber so mit diesem frischen Zitronengeschmack und so, es macht mich irgendwie fitter und auch so, dass ich mich einfach so im Ganzen besser fühle, einfach auch ein bisschen optimistischer bin und fröhlicher bin. Also das ist auch so eine Routine geworden, die ich sehr, 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 sehr mag. Und dann wisst ihr ja alle, eine Routine ist auch noch weniger Social Media. Das habe ich ja angefangen, im Januar habe ich mir diese Challenge gestellt, dass ich einfach ab dem Zeitpunkt, wo ich die Kinder ins Bett bringe, dann nicht mehr auf Social Media bin. Und das ziehe ich tatsächlich auch noch so durch. Tut mir auch sehr, 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 sehr gut. Und ich verpasse nichts und ich bin weniger abgelenkt vom Alltäglichen und das kann ich tatsächlich nur jedem empfehlen.
So, was ich auch noch mache, kann man jetzt aber nicht so als Routine bezeichnen, dass ich es endlich geschafft habe, wieder mehr zu lesen. Genau. Schreibt mir doch gerne mal, was vielleicht eure neuen Routinen geworden sind in den letzten Wochen und Monaten und warum sie euch so gut gefallen und so gut tun. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!